ich habe noch das Thema für euch, Sofa-Konzerts, mal ganz was anderes, ein bisschen kontrastmäßig. Wer von euch hat von Sofa-Konzerts schon mal was gehört? Ist das eventuell dieses Ding, was manche Radiosender ab und zu mal verlosen, dass sie, ja, hier, die Band spielt bei euch zu Hause, oder was ist das? Im Prinzip, nur halt ja. Etwas anders. Also nein, es ist nur nicht das. Was denn du? Es gibt, ja, Sie habt davon jetzt schon ein paar Mal gehört, dass Radiosender sowas verlost haben, aber ich glaube, es ist nicht direkt das Gleiche. Aber im Prinzip geht es darum, dass man sein Wohnzimmer zu einer Bühne macht und man kann dann einen Künstler seiner Wahl einladen, der kommt dann zu dir, macht da ein Konzert. Du kannst dann Freunde einladen oder es können dann auch noch Fans von dem mitkommen und hören sich das Ganze an. Und das für verhältnismäßig wenig Geld. Definitiv verhältnismäßig wenig Geld. Ja, ich wollte gerade sagen, du kommst aus der Schweiz. Also 2 Goldbarren kostet es nur. Nee, 10 Kilobarren, ja. Die haben verschiedene Systeme, das kommt immer auf den Künstler an. Der Künstler kann das selbst entscheiden. Also es gibt entweder so eine Möglichkeit, der hat eine feste Gage, halt ein paar hundert Euro für einen Abend oder sowas. Oder es gibt noch 2 andere Systeme mit dem Spendenhut so gesehen. Entweder der Gastgeber garantiert einen bestimmten Betrag, der sagt, 100 Euro bekommst du an dem Abend auf jeden Fall. Und wenn der Spendenhut, so gesehen, der dann nach dem Konzert rumgeht. Wenn da mehr als 100 Euro drin ist, bekommt er das alles. Und wenn es unter 100 Euro ist, dann kriegt er auf jeden Fall zumindest die 100 Euro. Und ansonsten gibt es auch noch, wenn dem Künstler das auch recht ist, einfach nur den Spendenhut, da hat er halt keine Garantie, dass er genug Geld bekommt oder so viel Geld, wie er gerne hätte. Ihr schmeißt da aber gerade mit Zahlen um euch, die sie für mich, ich würde es mir schwierig vorstellen, welcher Künstler tritt für, sag ich mal, so wenig auf. Ja, es gibt ja verschiedene. Wir waren, damit ich ein bisschen aushole, wir waren letzten Dienstag immer von Sofa Konzerts, der Gruppe eingeladen worden zum Konzert. Da durfte man auch mit Sofa Konzert selbst ein paar Interviews führen mit den Künstlern und Gastgebern und haben auch über das gesprochen. Und es sind tatsächlich sehr viele Künstler, sogar international, also Amerika, die da mitmachen und das auch für wenig, weil das da gerade vor Ort dann gut ankommt und gerade, wie Galex schon erwähnt hat, mit diesem Spendenhut, der dann zum Schluss rumgeht, wenn es gefallen hat, die Leute spenden dann was, das funktioniert. Und es geht auch da nicht darum, dass du jetzt eine Mega-Gage abziehst, sondern es ist so ein bisschen das Flair, der direkte Kontakt mit den Leuten, die da sind. Da geht es nicht wirklich darum, dass du jetzt so einen Mega-Gewinn machst wie bei einem großen Konzert. Ich stelle mir das auch super cool vor, weil ich kann mir das so vorstellen wie bei Jam-Sessions, die man so normalerweise in Studios hat oder irgendwo in irgendwelchen Bunkerkellern oder so, wo wir das früher immer gemacht haben, also zum Beispiel mein Freund und ich haben das immer gerne mal gemacht damals, in Bunkerkellern zu gehen und einfach mal Jam-Session zu haben. Und du hast auch einen ganz kleinen Raum, nur für dich alleine, und du fängst dann einfach an, die Musik zu spielen, einfach gefühlvoll irgendwie auf den anderen einzugehen, und so stelle ich mir das eigentlich mit dieser Sofa-Con oder diesen Wohnzimmerkonzerten dann ja auch vor. Lustigerweise, ja. Das habe ich auch schon, also das gibt's auch bei uns in meinem Fachbereich, zum Beispiel mein Mentor, ne, der hat ja sein Studio in einem Hotel unten im Keller, ne? Und bei denen ist es halt so, die verteilen auch wirklich Eintrittskarten und sowas, für einen guten Zweck natürlich, ne? Und dann kannst du dann halt, dann haben sie dann halt, ja, sagen wir es mal so, haben sie jetzt halt einen Künstler zu Gast. Jemand weniger Bekanntes, auch mal ein paar bekanntere Leute. Und das Tolle daran ist, die zeichnen dann halt dieses Konzert nicht wirklich live auf, aber sie schicken das dann an das Hotelradio, dass du dann einfach, wenn du zum Beispiel auf dem Hotelzimmer bist, einfach das Radio anmachen kannst, kannst du es einfach hören. Das ist richtig geil, ohne Scheiß. Okay. Und das ist lustigerweise, das machen die echt regelmäßig, und das ist auch echt im Mietpreis, also im Zimmerpreis mit inbegriffen, dass du das Radio benutzen darfst. Und die spielen da jeden Abend oder jede zweite Woche da an einem Abend dann mal, ja, Live-Musik, ne? Das ist was Feines. Das klingt auch nicht schlecht. Megabyte hört sich cool an. In Deutschland wäre es gar nicht so verbreitet. Und das stimmt. Es ist die Gefahr, dass 1000 Leute vor dir stehen. Dem ist tatsächlich gar nicht so. Sofa-Konzerte so sind in Deutschland gerade sehr im Kommen und finden. Ist ja auch eine deutsche Firma. Ja, beziehungsweise von 2 deutschen Studentinnen gegründet. Aber das geht also international ja schon. Das ist ja kein neues Konzept per se. Sofa-Konzerts ist ja eigentlich nur
die Plattform, wo man das machen kann. Und man muss auch keine Angst haben, dass man jetzt auf einmal 1000 Leute bei sich hat. Für sowas gibt es eine Gästeliste. Und genau, da kommen auch nur die Leute, wo du sagst, es können jetzt, was weiß ich, wenn du sagst, im Wohnzimmer haben 16 Leute Platz, dann kommen auch nur 16. Oder genau. Das ist ja auch das andere mit den Eintrittskarten. Ne? Wenn du dann halt sagst, okay, es gibt nur so und so viele Eintrittskarten, Anmeldung ist hier, dann können nicht mehr Leute kommen. Das geht nicht. Ne? Genau, du kannst ja dein Wohnzimmer oder was auch immer, manche haben auch ihren Garten, habe ich gesehen oder sowas, kann man da ja dann registrieren, da kann man alles möglich einstellen. Ja, zum Beispiel halt die Anzahl an Leuten, die kommen dürfen, die Methode, wie gezahlt wird und sowas. Und die Künstler können ja auch die auf der, also andersrum, nämlich die diese Locations da eben kontaktieren und dann zum Beispiel hier fragen, ja, kann ich bei euch ein Wohnzimmerkonzert machen, weil mir die Location so gerne gefällt. Und das ist halt vor allem auch gut für kleine Künstler, die dann so ein bisschen Kontakt werden, überhaupt eine Plattform zu haben, vielleicht mal. Und man kann und auch Kontakt auch mit den Zuhörern zu haben. Man kann auch die tauschen sich ja dann aus. Einfach die Künstler anschreiben und fragen, ob die sowas machen. Ich meine, das ist auch Propaganda, die was dann ja einen hilft. Weil wenn du so ein kleines Konzert machst mit 10, 12 Leuten und das ist toll, dann erzählen die das ja wieder weiter und das ist ja dann wie so ein Lauffeuer. Genau, das gleiche hast du ja auch du kannst die ja auch teilweise für Geburtstage buchen. Wenn du zum Beispiel so eine Pferdekoppel oder so hast, kannst du auch da eine Bühne hinstellen oder so und dann halt auch da ein bisschen, ne? Was machen? Ja, aber wie muss man sich das vorstellen? Macht das die ganze Firma dann von sich aus diese Bühne zur Verfügung stellen oder so? Das sind oder? Meistens ein Wohnzimmer. Meistens. Da gibt es nicht mal eine Bühne. Bühne meistens. Das, das hört sich falsch an, das verstehst du falsch. Du gibst einfach nur den Platz, weil meistens so gut wie jeder Künstler kommt, also gerade reden wir jetzt von relativ kleinen, in Anführungszeichen, Künstlern, die haben dann halt ihre Musikinstrumente mit oder es kommt vielleicht nur ein Teil oder es kommt, was weiß ich, vielleicht nur der Leadsänger, der dann halt nur eine Akustikgitarre mitbringt und dann wird es halt ein Akustikkonzert. Dann gibt es vielleicht einen Verstärker dazu, du gibst ihm vielleicht eine Verteilersteckdose, damit er halt irgendwie ein bisschen Strom hat und mehr ist das nicht. Also da wird jetzt hier, da wird jetzt kein Moment. Strom wollen die von mir auch noch haben? Jetzt nur, falls es halt elektronische Geräte sind. Das hält sich in Grenzen. Das ist ja schon geklärt, weil du schreibst ja mit dem Künstler, den du anfragst, und der sagt dir dann, hey, ich brauche vielleicht Strom oder ich brauche vielleicht dann Sex, wenn ich das mache. Das wird ja im Vorhinein ausgemacht. Lustigerweise. Und man kann jetzt nicht sagen, dass Strom so teuer ist. Ja. Lustigerweise, also unter DJs wird das momentan auch relativ populär, ne? Ja, ich denke mal, das Dofa-Konzert kann man, dass ich bestimmt auch als DJ dann anmelden. Da musst du halt einfach dein eigenes Zeug mitnehmen irgendwie und dann kannst du da bestimmt auch auflegen bei so einem Dofa-Konzert. Ich stell's mir gerade irgendwie so vor und dann bucht man gerade diesen komischen Schlagzeug-Virtuosen, der da auf seiner Snare da die ganze Zeit mit dem Stock rumkloppt. Ich glaube, Norman weiß, was ich meine, mit Schuh und so. Ja. Ey, das wäre total geil. Pack den nach Berlin. Und der würde da ganz groß im Berghain rauskommen. Oh ja. Würde dann irgendwie als Alternative Psy. Alternative Psy. Drum and Shoe. Alternative Drum and Shoe oder Drum sowas würde Shoe. Das dann raus. Zur Erklärung: Es gibt einen Künstler, der ist ganz, ganz, ganz bekannt, der ist wirklich beliebt. Jede Sau aus der Szene kennt den. Na gut, außer uns anscheinend wirklich so. Aber im Endeffekt ist der ein Typ, der hat nur so eine Snare-Drum. Das ist dann halt dieses, also halt nur eine Trommel, ne? Und der haut dann mit dem Schuh drauf, schmeißt dann die ganze Zeit die Trommel vom Tisch, haut dann mit dem Mikrofon drauf und alles Mögliche. Aber ja, und das ist Kunst. Ja, Musik, es gibt viel. Es gibt auch ganze Konzerte, die nur aus Klatschen bestehen oder in verschiedensten. Gibt es ganz besondere Musikrichtungen und Arten von Kunst. Naja, die Waldorf-Musiker oder was? So ist Rap entstanden. Es gibt auch dieses eine Stück von den Künstlern, ich weiß nicht, wie das heißt, wo einfach nur das Publikum aufgenommen wird. Also er setzt sich, glaube ich, irgendwie an Klavier, der Künstler irgendwie. Und dann wird nur die Buhrufe und dieses ganze Geschrei vom Publikum aufgenommen, die sich drüber beschweren, wann das Konzert endlich losgeht. Weil er nichts, keine Musik macht. An der Stelle kann ich übrigens auch nur empfehlen, dass ihr mal auf YouTube guckt, irgendwo vielleicht nach alten Aufzeichnungen von, ach, wie heißt er denn? Der Katzenklon sowas gemacht hat. Ach, Helge Schneider. Helge Schneider, dankeschön. Da müsst ihr mal anschauen. Das kaputte Mikro, ne? Nee, es geht nicht darum. Viele Leute kennen ihn einfach auch nur dadurch. Und das ist eigentlich mehr als das. Also
Schneider ist mehr als Katzenklo. Das ist eigentlich ein richtig krasser Pianospieler oder sowas, oder beziehungsweise einfach ein Jazzmusikant. Und da gibt's sehr lustige Geschichten von Konzerten, wo er halt normal geile Musik spielt und die Leute sind halt total abgefuckt, weil er irgendwie nicht so Katzenklo oder sowas spielt. Was richtig traurig ist, also für die Leute, ja, die da sind. Und beziehungsweise traurig auch für den Helge Schneider, weil viele Leute erkennen einfach nicht das Talent, was dieser Mensch hat. Hast du gewusst, dass Helge Schneider 2008 vom Bundesverband für Klavier als Klavierspieler des Jahres ausgezeichnet wurde? Ja. Ja. Ja, ja. So, liebe Leute, ich zeige euch jetzt mal einen Ausschnitt aus den Interviews, die ich da... Die oh Gott, bitte zeig uns nicht deinen Ausschnitt. Das ganze Interview ging über eine Stunde. Ich zeige euch jetzt nur einen ganz kleinen Teil davon, inklusive einen kleinen Ausschnitt, wie das Konzert selbst so war. Und dann ab in die Musikpause. Viel Spaß. Es fängt an mit Joel von Sofa Konzerts selbst und danach mit dem Künstler, der gespielt hat. Das ist der Silas. Also, viel Spaß und gut zuhören. Erzähl mal, seit wann gibt es denn Sofa-Konzerts in der Schweiz? Sofa-Konzerts gibt es eigentlich seit immer überall, weil du kannst eigentlich, egal wo auf der Welt du lebst oder Musik machst, dich anmelden als Gastgeber oder als Künstler. Und dann, sobald du jemanden findest, der bei dir zu Hause Musik machen möchte oder bei dem zu Hause du Musik machen kannst, läuft das eigentlich. Also in der Schweiz gibt es eigentlich genau gleich lang wie in Hamburg oder in Deutschland, wo es herkommt. Das ist ein guter Punkt, dass du Hamburg sagst. Da ist es ja gegründet worden von den zwei Studentinnen. Genau. Wie es denn da zustande kommt? Es ist eigentlich eine ziemlich kitschige, schöne Geschichte. So ein Wiederseherlebnis von zwei Studentinnen. Die waren zusammen, haben dieses Abitur gemacht. Und sind dann ein bisschen auseinandergegangen, zwecks Studium, haben sich dann an so einem Wohnzimmerkonzert wieder getroffen in Hamburg selber und hatten zum einen sofort wieder einen guten Link zueinander und fanden dann aber auch, ey schau, dieses Erlebnis ist so cool, es gibt viel zu wenige Wohnzimmerkonzerte, das muss doch für jedermann und jede Frau zugänglich gemacht werden, und haben dann kurzerhand das Startup-Unternehmen Sofa Concerts gegründet, und seither gibt es auch dieses Online-Portal, wo man relativ niederschwellig, sage ich mal, Künstler zu sich nach Hause in die Werte schöne Stube einladen kann und dann auch diese einmaligen Wohnzimmerkonzerte miterleben und mitgestalten und auch organisieren kann. Ich stelle mir den Anfang ja gar nicht mal so einfach vor. Man sagt, man macht jetzt eine Plattform, wo man einfach mal Künstler einladen kann fürs Wohnzimmer. Wie war denn der Anfang? Also selber war ich ja nicht dabei, von dem her kann ich nur aus Drittperspektive sprechen. Aber es schien ziemlich schnell, ziemlich gut angekommen zu sein. Also anfänglich waren es halt vor allem Leute aus dem Umfeld, aus dem Freundeskreis, die fanden, ja, eh, komm, das finde ich gut. Das mag ich selber, das mache ich selber auch mit, das supporte ich auch gerne. Und in einer lebendigen, großen Kulturstadt wie Hamburg, wo auch die Musikszene extrem lebendig ist, dann hat das halt ziemlich so lauffeuermäßig sich ausgebreitet und von Hamburg dann über ganz Deutschland. Es gab dann auch witzigerweise in Brasilien einen riesen Hype draus. Keine Ahnung, wie so Dinge entstehen können. Globalisierung, Internet, nehme ich mal an, ist die Antwort dazu. Plus halt einfach ein Konzept, das überall funktioniert. Kann denn grundsätzlich jeder Gastgeber sein bei Sofa Concerts? Ja, das kann grundsätzlich jede Person machen, die irgendwo ein Zuhause hat, egal wie klein, egal wie viele Nachbarn. Es geht eigentlich immer und es findet sich auch immer ein Künstler, der findet, ja gut, ich spiele auch vor 10 Leuten, absolut kein Problem. Ich habe auch schon so ein Konzert erlebt, wo es wirklich 10 Leute waren und der Raum mega klein. Aber das ist dann einfach nochmal ein anderes Ding und da ist es genauso gut möglich, die Magie der Musik zu verbreiten. Würdest du sagen, dass der Künstler eine gewisse Grundeinstellung braucht? Er sagt, er macht bei Sofa Concerts mit, also zum Beispiel, okay, ich mag jetzt nicht so kleines Publikum, eher größeres. Würdest du sagen, es braucht eine gewisse Persönlichkeit auch dafür? Ich glaube, man muss schon Bock haben, irgendwo mal so ein Konzert zu spielen. Aber ich glaube auch, dass du erst weißt, ob du Bock drauf hast, wenn du es mal gemacht hast.
Und es ist ein ganz, ganz anderes Konzerterlebnis, als wenn du in einer Bar, in einem Club oder sogar auf einem großen Festival spielst. Ich glaube, das kannst du wie nicht vergleichen. Das sind vier verschiedene Sparten von Live-Erlebnis, sowohl für den Künstler, aber auch für die Gastgeber. Und dementsprechend empfehle ich es einfach auszuprobieren. Du bist ja selbst Musiker und du hast mir vorher schon erzählt, du hast auch schon dein eigenes Sofa-Konzert gehabt. Wie war denn das für dich? Ich hatte so ein bisschen Vorlauf, also ich war halt, durch das ich bei Sofa-Konzerts arbeite, auch auf verschiedenen Sofa-Konzerten schon als Gast dabei und es fand es dann auch immer sehr interessant zu analysieren, was hat funktioniert, was hat diesen Künstler besonders gut gemacht oder wo könnte man Dinge besser machen. Und dann kam halt der große Moment, wo ich all diese Dinge mit meiner Band selber umsetzen musste und gewisses ist gelungen. Vieles ist gelungen und es war vor allem ein mega unvergessliches Erlebnis, weil so, wenn du in einem Wohnzimmer bist und plötzlich singen so 30 Leute mit dir zusammen dreistimmig ein Song, dann denkst du so, wow, crazy, und es klingt dann halt auch ziemlich schnell, ziemlich geil. Und vor allem, ich glaube, das Coolste ist, dass du so nah am Publikum bist, wie es nur irgendwie geht. Also auch wenn du in einer mega kleinen Bar spielst, du kriegst diese Nähe, diese Intimität kriegst du nicht hin. Wie bist du denn zur Musik gekommen? Erzähl mal. Ich habe schon als kleiner Junge mit 8 Jahren angefangen, Klavier zu spielen und habe mir dann mal Schlagzeugspielen beigebracht, Gitarre beigebracht und bin so kontinuierlich in die Musik reingekommen. Angefangen, seriös zu werden, hat es dann in der Kante, wo ich Schwerpunkt Musik genommen habe und dann auch meine ersten Songs geschrieben habe. Und die erste Begegnung mit Solarkonzert, wie bist du da hingekommen? Über Freunde. Ein Freund von mir, der ist aus Amerika und kommt jährlich nach Europa, in die Schweiz. Und der hat mir das erste Mal davon erzählt. Aber es ist dann doch noch 1-2 Jahre gegangen, bis ich mich einfach mal angemeldet habe. Das ist ganz schön ein Umweg über Amerika, dann nach Deutschland zu dem Projekt und dann selbst mitmachen. Aber Jule hat mir auch schon erzählt, dass amerikanische Künstler immer wieder nach Europa kommen und da Musik machen. Mhm. Ist schon spannend. Ja, sehr. Und also ich denke auch, jetzt für mich hier, der in Europa ist, trotzdem, es wäre eine Möglichkeit, wirklich einfach mal eine Wohnzimmertour zu machen durch Deutschland oder, ja, das wäre was ganz Tolles. Ja. Wenn ich es richtig gehört habe, ist es ja heute dein allererstes Sofa-Konzert, oder? Mein zweites. Ich habe schon ein Benefiz-Konzert gespielt gehabt. Ja. Das war ein tolles Erlebnis. Erzähl mal vom ersten, wir warten das für dich. Durch das, dass es ein Wohnzimmer ist, entfällt halt die ganze Technik. Du hast keine PA, um die du dich kümmern musst. Es gibt nicht irgendwie Platz auf der Bühne oder irgendwie sonst irgendwelche Probleme, keine Lichtshow, sondern es bist einfach du ziemlich nackt und auf dich alleine gestellt. Und mir gefällt diese Intimität. Und ich hatte das Glück, dass die Zuhörerschaft sehr begabt war im Singen und konnte dann auch spontan eigentlich einen Chor mit denen machen, dreistimmig gesungen und so weiter. Das war wirklich schön und irgendwie die Nähe zum Publikum ist einfach was ganz anderes. Es ist persönlich, die Leute hören zu und ja, es war ein sehr, sehr schöner Abend. Hast du auch das gezielt, dass die Leute da in dem Chor mitmachen oder war das mehr so, oh, die Leute sind so begeistert und machen jetzt mit? Ich spiele ja normalerweise mit einer Loopstation und mache den Chor mit mir selber und ich habe dann einfach das ausprobieren wollen. Ich meine, Konzerte spielen, da gehört für mich auch immer ein bisschen Risiko und Improvisieren dazu. Darum habe ich das jetzt nicht irgendwie groß analysiert, sondern einfach gemacht. Von der Nervosität her, war das schlimmer als ein normaler Gig oder sagst du ja eigentlich ziemlich gleich oder sogar weniger? Es entscheidet sich am Anfang. Also klar, jedes Mal vor dem Auftritt oder auch so beim ersten Song ist schon ein bisschen Nervosität da. Aber ich meine, das Publikum war dann wirklich sehr dankbar oder sehr nett und das macht es einem viel einfacher, dann auch wirklich da reinzukommen. Wo siehst denn du die Vorteile für Künstler, wenn sie bei Sofa-Konzerts mitmachen? Oder was würdest du ihnen sagen, wenn sie jetzt sagen, okay, das Konzept kenne ich nicht, ich bin da noch verhalten dazu. Was würdest du ihnen sagen? Ich denke, es ist eine Plattform, die es wirklich ermöglicht, Kontakte zu knüpfen. Es ist viel persönlicher als
sich irgendwie über Bookings oder sonst einfach über Social Media irgendwo zu bewerben. Und vor allem auch die Leute vor Ort, es ist so eine direkte Begegnung, es ist so, du bist nicht ein Künstler unter vielen, du bist nicht irgendwie weit weg auf der Bühne, sondern du bist bei den Leuten im Wohnzimmer, es ist so, so nah. Und ich habe das Gefühl, das ist schon ganz eine tolle Verbindung, die da entsteht, die ich sonst nicht so erlebt habe. Und das ist auch wünschenswert, dass man sagt, okay, ich habe den direkten Kontakt mit den Fans, beziehungsweise vom Publikum, man kann mich mit denen auch direkt austauschen. Oder sie hat mit den Künstler, je nachdem. Ich denke, das ist natürlich von Künstler zu Künstler verschieden, aber mir ist es ein großes Anliegen, dass ich wirklich, ja, dass ich mit denen, dass es ein Abend ist, in dem die Leute mir nicht nur zuhören, sondern dass es ein gemeinsames Erlebnis ist, ein gemeinsames Eintauchen in eine schönere Welt, ja.